Versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Thank you.
Der Zwölfer einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge.
suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Am Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Gehe in die Stadt zu ein.
jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen, sprach er: sehr betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm: Antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst's. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmt.
den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut, o
und da sie den Lohgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Hirte werden sich zerstreuen. Sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Der
Desgleichen sagten auch alle Jünger. Und nahm zu sich Petrum und die zween Söhne Zebedei und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet ihr
Angesicht und betete und sprach.
Welcher hält er mich und alle von unser Fange? Hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Sein Mund, der mit Milch und Honig fließet, hat den Grund und des Leidens Erbe schwach. Durch den ersten Trunk versüßet. Sein Mund, der mit Milch und Honig fließet, hat den Grund und des Leidens Erbe schwach, durch den ersten Trunk versüßet. Zu nennen, trink ich doch
Da kam zu seinen Jüngern und sprach:
Und als noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölf von einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, er ist's, wenn greifet. Und alsbald trat zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Und siehe, einer von denen,
die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wir das der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerter und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich bei euch gesessen gelehrt im Tempel und
dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und setzte sich bei den Knechten, auf das er sehe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn töteten, und fanden keines. Zeigen.
falsche Zungen stecken. Geduld, Geduld, antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Kleider und sprach: Wer hat Gott gelästert? Was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagest. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber weiter.
und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petro: Komm mit, du bist doch einer von denen, der Bögen. Verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und weinete.
Eltern, alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und banden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato, da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht der uns das an? Was geht der uns das an? Was sehen der Blut so? Was sehen der Blut so? Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin, und er hängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, was es taugt nicht, was den Sinn ist, was den Lebens, was den Leben. Denn es ist Blut, denn es ist Blut, Geld.
zwar einen Rat und kauft an einen Töpfers Acker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Aber stand vor den Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und daher verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Hey!
wünschen wollet ihr, dass ich euch losgebe? Barabbam oder Jesum, von dem gesaget wird, ihr seid Christus. Denn wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht zu schaffen mit großem Gerücht? Ich habe heute viel erlitten im Traum. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbam bieten sollten und Jesum umbrechten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbam! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Was denn, thank you.
ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut verhaftet Heiland angebunden. O Geisel,
kamen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Thank you.
süßes Kreuz, komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, liebes Himmelherr. Komm, süßes Kreuz, komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, liebes Himmelherr. Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, liebes Himmelherr. Sie saßen all da und hüten.
Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, nästeten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Oh.
der sechsten Stunde an war deine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus aber die da standen, da sie das hörten, sprachen sie: Der Prophet ist Elias. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Nein, halt, das Zählen, und wenn Elias kommt, uns ihm helfen. Aber Jesus schrie abermal laut:
bis in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und standen auf die Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Es waren viel Weiber da, die von ferne zu sahen, die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedient, unter welchen war Maria Magdalena und Maria die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.
Zerrein, ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Großen
Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria. Sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, den Baden, den Tages, mit Hütern und versiegen.